Grüß Gott zu einer 9-Minuten-Predigt. Wir hören im heutigen Evangelium davon, dass Jesus einen Mann von seinen unreinen Geistern befreit. Diese unreinen Geister machen es aber ihm gar nicht so einfach. Sie reißen nicht nur den Mann hin und her, sie zerren ihn von einer Stelle der Synagoge in die andere, wie es im Evangelium heißt, sondern sie sagen auch ganz genau, was sie vor Jesus fürchten. Sie sagen, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Wir wissen ganz genau, du willst uns ins Verderben führen. Wir wissen nämlich auch, wer du bist. Du bist nämlich der Heilige Gottes. In der Tat, der Heilige, das Heilige, Gott selber will das Unreine, das, was den Menschen hin und her zerrt, nicht ankommen lässt bei dem, zu dem er berufen ist, nämlich zu seinem Heil, ins Verderben stürzen. Gott stürzt das Böse, das Unheilige, das Heillose ins Verderben. Und dort, wo das Heillose weggenommen wird, wo der Mensch vom Heillosen erlöst wird, dort kommt er zum Heil. Das heißt, in diesem Sinn, er kommt zur Ruhe. Er wird nicht mehr hin und her gerissen. Er wird nicht mehr hin und her gezerrt. Er verliert sich nicht in dem Zahllosen und Vielfältigen, was einem als Himmelsersatz heutzutage angeboten wird. Schauen Sie doch mal auf Ihr Leben und überlegen Sie, wo bei Ihnen so etwas Unreines ist, etwas von einem Geist, von einem Ungeist herrscht, das sie hin und her zerrt, das sie nicht zur Ruhe kommen lässt, dass sie im Grunde heimatlos sein lässt. Und bitten auch Sie, Jesus, sie zu erlösen, damit sie ankommen dort, wo sie hingehören, nämlich bei sich selber und damit letztlich auch bei Gott. Eine gute Woche.